Was geht ab und was geht ab, meine Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video zeige ich euch die Aufgabe, besuche das die Depot und im Anschluss den Meteor, und das Ganze in einer Runde. Wie ihr das Ganze am schnellsten macht und ja, was ihr dafür tun müsst, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Für in der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen für die ehrenwerte Ripper Army, und falls du neu auf dem Kanal bist, lass auf jeden Fall mal ein kostenloses Abo da, damit wir schnellstmöglich die 1000 erreichen und unseren nächsten Meilenstein. So, als allererstes landet ihr hier oben auf den Dächern von Dusty Depot und sneakt euch auf Sicherheitsbasis erstmal die ein oder andere Waffe und lauft aber dann dementsprechend straight. Im besten Fall macht ihr diesen Gruppenkeile, da seid ihr ja am schnellsten, mobilsten mit den Gleitern, und ihr sammelt immer ein bisschen mehr Holz ja als in der Solo-Runde. Ihr braucht auf jeden Fall ungefähr so 320. Ich zeige euch jetzt einfach hier nur die schnellste Route. Ja, natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Aufgabe abzuschließen, aber für die ein oder andere Person wird das wahrscheinlich sich ein bisschen schwerer anhören als getan, und deswegen zeige ich euch, wie ihr es am besten machen könnt. Ja, in der nächsten Zeit werden jetzt auf jeden Fall weitere ja, Herausforderungsvideos kommen. Ich werde ein paar wieder neue Zusammenschnitte machen und ein paar neue Formate sozusagen ausprobieren. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Auf was habt ihr Bock? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare ballern. Morgen ist es soweit. Da werden auch dann die ersten 2000 V-Bucks verlost. Nochmal dazu Informationen. Hier könnt ihr dann hier ans Haus gehen, geht einfach am Rand lang und baut einmal so straight nach oben. Ich bin jetzt hier zwar im Gegnergebiet und auch gerade knapp an der Zone, würde ich jetzt fast sagen. Aber wenn ihr hier relativ am Anfang hingeht, solltet ihr da kein Problem haben. Da baut ihr jetzt hier so ein bisschen höher. Einmal rechts, links. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Hier oben seid ihr schon in der Schwerkraftbasis. Und auch hier habt ihr jetzt schon die Mission erreicht. Und auch wenn ihr jetzt hier oben jemanden Schaden zufügt, könnt ihr auch gleich noch die ja, Mission abschließen, dass ihr in der Schwerkraftzone sozusagen auch noch Schaden machen müsst. Falls euch das Video geholfen hat, ja, würde ich mich auf jeden Fall über eure Resonanz freuen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Ripper. Bis dahin. Peace out. More focus.